Trainerin. Sie zog sich bei ihrem Abschlusstraining eine Rückenverletzung zu. Mia Stahlmann aus den Niederlanden dabei. Das ist die Weltrekordhalterin Galina Savinkova aus der Sowjetunion. Die 30-jährige Lehrerin aus Krasnodar bei Moskau. 73,26 Meter legte sie Ende Mai dieses Jahres vor. Und auch sie kam auch erst in diesem Jahr zum ersten Mal über die 70 Meter Marke. Galina Savinkova ist die dritte der Europameisterschaften von Athen im letzten Jahr. Dabei auch die Ex-Weltrekordhalterin aus Bulgarien, Maria Petkova, die unter dem Mädchennamen Bergova zweite der Olympischen Spiele von Moskau wurde. Hier noch einmal Galina Savinkova. Sie gilt als perfekte Technikerin. Die Tschechoslowakin eröffnet das Finale. Zdenka Hlava. Sie gilt als die Stimmungsmacherin im tschechoslowakischen Team. Aber Stimmung braucht diese Mannschaft ja eigentlich gar nicht nach dem großartigen 800-Meter-Erfolg von Jamila Kratochvilova gestern. Und sie läuft heute auch im 400-Meter-Finale. Jahre ist sie alt, Maschinenbauingenieurin. Der erste Wurf knapp über die 60-Meter-Marke. Meter für die Tschechoslowakin. Ja, und da sahen wir eben ganz kurz Galina Savinkova. Hier ist sie wieder im Bild. Und achten Sie jetzt einmal auf Ihre Drehungen im Ring. Vielleicht können Sie es vergleichen, werten zu den beiden Diskuswerferinnen, die wir vorher gesehen haben. Wie schnell sie ist. Wie groß das Bewegungsgefühl. Da haben Sie es gesehen. Trotzdem kein guter Wurf, nicht einmal 60 Meter für die Weltrekordhalterin. Ungültig. Die Scheibe übrigens einen Kilogramm schwer. Die Diskusscheibe wie auf einem Flugkissen nach oben steigt. Svetanka Hristova, die Europameisterin aus Bulgarien. 21 Jahre alt, also noch sehr jung, Sportstudentin. Sie musste eigentlich zum Diskuswerfen überredet werden. Früher war sie Mittelstreckenläuferin mit einem Hang zum Mehrkampf. Ganz flach aus der Hüfte abgezogen. Und der bislang weiteste Wurf, etwa 65 Meter für die Europameisterin Svetanka Hristova. Im Diskuswerfen Gisela Bayer aus der DDR, bislang auf Rang 5. Sie ist die Schwester des Kugelstoß-Weltrekordhalters Udo Bayer. Und im Bild Murashova aus der Sowjetunion. Sie sehen es in Klammern, die bislang dritte des Wettbewerbs mit 65,96 Meter.
Galina Murashova, die Meisterin der Sowjetunion in diesem Jahr. Gut 65 Meter. Sie kann sich nicht an Platz 11, die Weltrekordhalterin Savinkova. Hier der aktuelle Stand nach 5 Durchgängen. Martina Opitz klar in Führung mit über 2 Metern vor der Ex-Weltrekordhalterin Maria Petkova. Zenka Silava, die Tschechoslowakin, übergetreten, ungültig. Für sie. Die Europameisterin Svetanka Kristova aus Bulgarien, vierte bislang im Wettbewerb, ganz oben 65,62 Meter, ihre bislang beste Weite. Ja, auch nicht mehr steigern. Platz 4. 62,90 Meter. Läutert sie nach vorn. 68,94 Meter. Eine Verbesserung um 20 Zentimeter. Damit hat sie ihre Führung ausgebaut und hier Margaret Ritchie aus Großbritannien. Ungültig. Nächste Diskuswerferin Gabriele Reinsch, OSC Potsdam. Liebe Zuschauer, ein Blick auf die Anzeigetafel. Der Deutsche Leichtathletikverband dankt seinen Wirtschaftspartnern für die gute und konstruktive